So, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Patch Notes sind da und sagen wir es mal so: dieses Video dient als Reaction, weil safe jetzt auch die Dings auch dabei sind. Die zwei Trailer, genau, da haben wir schon einmal das und Windkanäle? Okay. Neue Schauplätze. Okay. Wechselnder Limited Time Mode, Trios, pures Gold, One Shot. Ja, okay. Gibt's kein Trailer, sondern nur ein Battle Pass? Oder wie schaut das aus? Hä? Also das war jetzt nur Rennen die Welt gerade eben gewesen, ne? LOL? Hat man das alles jetzt irgendwie. Okay. Schauen wir uns erstmal das an oder so. Vielleicht wird es noch dabei sein oder so. Keine Ahnung. Mal schauen. Erstmal das und dann. Okay. Wenn es diesmal mal keinen Season-Trailer dazu gibt, dann ist das irgendwie eine pure Enttäuschung. Weil seit Season 7 gibt es nicht mit diesen anderen Battle Pass Trailer. Naja, egal. Erstmal den hier. Kurz Pause. Vollbild. Let's go. The future is yours in Season 9. In addition to all new gameplay, Neo Tilted. And new challenges? Okay, also so ein neues Tilted. Was, gibt's irgendwas Neues dabei? Das sieht geil aus. And rocks. Progressive with new dual axes. Ah. Ich hol mir das normale Level. Vor allem der Typ, der sieht aus, als wäre auf einer einsamen Insel gestrandet und sieht dann nach irgendwie 3 Jahren so aus. Louis. Plus, there are new high-tech wraps, mechanized pets. Emotes and more to earn throughout the battle pass. Stufe 63 in epischen Emote? Gibt's hier eigentlich sonst nicht immer Stufe 95? The fuck? Okay. Mega Mall. Also gibt's ein paar Dinger hier. Oh, okay. Kann das sein, dass das Tilted ist? Ach, Retail Wow? Keine Ahnung, es ist aber recht in der Nähe von der Wüste. Ah, okay. At Tier 100, you unlock a new progressive outfit. Gab's jetzt irgendwas Neues überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Ah, den gibt's auch in Blau, den gibt's in verschiedenen Farben. Geil. Fort Bite? Okay, warte mal, ich habe. Warte mal, war das gerade an. Mach mal weg da die Scheiße. Was ist das? Ist das eine neue Pump oder so? Okay. Okay. Around the island, helping you unlock rewards and uncover the secrets of season 9. Ah, so ein Puzzle. The season 9 battle pass is available right now for just 950. Ja, ist definitiv jetzt verfügbar, ne? Ich komme auf den Tipp nicht klar, ey. Die Zukunft gehört dir. Geil. Geil. Ich glaube, ich werde noch mal kurz aktualisieren. Als ob jetzt nur der Trailer jetzt nur dabei ist, ne? Als ob jetzt nur der Trailer dabei ist. Ist ein bisschen schwach irgendwie, ne? Sonst haben die immer so einen Battle Pass Trailer, Season Trailer und dann sowas hier. Das finde ich jetzt irgendwie wiederum ein bisschen schade, ne? Das fände ich jetzt ein bisschen schade irgendwie. Vielleicht oder so, wird es noch den Season Trailer geben. Weil ich werde jetzt erstmal einen Cut machen und werde da jetzt ein bisschen schauen. Wenn nicht, dann ist das noch schwächer als sonst. Weil wie gesagt, es kommt ja immer so ein Battle Pass Trailer und ein Season Trailer.
Finde ich ein bisschen schade, weil es halt nur der ist. Aber ich bin schon gehypt. Ich bin schon gehypt, muss ich sagen. Falls ich den finde oder so, dann lasse ich es euch jetzt gleich wissen. Ansonsten war es wahrscheinlich an der Stelle. Und so Leute, ich habe ihn doch gefunden. Aber der war bei den Patch Notes nicht vorhanden. Geht 1,5 Minuten, ne? Würde ich sagen. Ja, mach jetzt schon mal ein Like. Was es jetzt mit dem Vulkan zu tun hat, keine Ahnung. Naja, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Kinomodus? Nee, mach mal Vollbild, mach mal Vollbild. 1,5 Minuten, let's go. Kann nur cool werden. Nee, warte, warum ist das hier? Alter. Geh weg. Dankeschön. So, jetzt aber, let's go. Die Banane im Flur. Diese Pyramide, das sah aus wie das Sturmschild aus Rettet die Welt. Lul. Vor allem Ben ausgehen und Banane. Ist das für ein Trailer, Alter? Lul. So Arcade-Halle mäßig. Vor allem die Banane, Alter. Okay. Es war auch ein Ben, aber ich komme auf den Typ nicht klar, Alter. Der hat so 3 Kilometer Bart, so gefühlt. So ein Ding ist das. Wie hieß das nochmal? Neo Tilted oder so? Das war's schon wieder. Der war ein bisschen schlicht gestalten. Also quasi, keine Ahnung, wo die Banane war, die ist wahrscheinlich schon verschrumpelt und quasi so ein Krick oben im Himmel. Und Ben war da zigtausend Jahre und sieht so aus und kommt auf einmal raus und dann sieht er sowas, ist auf einmal in der Zukunft. Das erinnert mich an eine South Park-Folge, wo sich Aaron Cartman irgendwie einfrieren lassen und dann ist er irgendwie in der Zukunft. Das kam mir gerade so rüber. Okay, ist ein bisschen schlicht gestaltet, war okay. Bin aber trotzdem hyped, muss ich sagen. Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen war ich gespannt drauf. Und sobald die Server wieder online sind, ich muss danach auch direkt gleich das Switch-Update starten. Auf dem PC dauert das gefühlt 5 Stunden, bis das mal wieder geupdatet wurde. Also, wenn es ein großes Update ist. Naja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Seht es als Reaction, das sieht man dann wahrscheinlich dann schon am Thumbnail und am Titel. Ja, also würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Season. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, also safe hoffe ich auch, dass der Roboter-Hasen-Skin Gemini, keine Ahnung, wie der dann auf Deutsch heißen würde. Dazu wird es auch ein extra Video geben, wo ich mir den Battle Pass anschaue. Also, ich mache das extra als Aufnahme. Und, na, sag schon, wo ich mir die Map gründlich anschaue. Also, Battle Pass, Einzelvideo und wo ich mir die neue Map anschaue. Sehe was einzeln. Aber das mache ich dann in Spielwiese. Das hab ich ja schon letztens ja schon, beziehungsweise gestern gesagt, wenn das Video heute noch rauskommt. Ja, gestern. Zumindest mit dem Teaser und so Kram. Naja, ist doch egal. Ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.